Am Montagnachmittag wurde die Foto- und Kunstausstellung Die Vergessenen im Beisein geladener Gäste und der Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt eröffnet. Die Ausstellung zeigt rund 150 beeindruckende Fotografien von Alea Horst. Die klein- und großformatigen Fotografien erzählen von Menschen und ihren Schicksalen, von Kranken und Pflegebedürftigen, von Sterbenden, schutzlosen Kindern und von Geflüchteten. Zur Ausstellung, die thematisch in Kinder, Flucht und Pflegen, Leben, Sterben untergliedert ist, gehören ebenso audiovisuelle Angebote und interaktive Komponenten. Die Künstlerin und Profi-Fotografin Alea Horst aus Reckenroth beschäftigt sich seit 2017 mit sozialkritischen Themen, reiste und reist weltweit in Kriegs- und Krisengebiete, hat selbst Nothilfe geleistet und fotografiert, unter anderem in Afghanistan, Syrien, Bangladesch, den Lagern Moria und Kara Tepe und dem Mittelmeer. Ihre Bilder und Dokumentationen haben eine sehr große Reichweite, laden zum Nachdenken ein und sind weit mehr als nur Fotos und Dokumente. Sie sind eine Hommage an das Leben und die Menschen. Es ist dem Engagement von vielen zu verdanken, besonders aber Anja Dähne, ihrem Freundeskreis und dem Roten Baum e.V., die diese emotional beeindruckende Ausstellung von Alea Horst nach Zwickau geholt haben. Die Ausstellung ist im Rathaus zu den Öffnungszeiten zu sehen. Der weitaus umfangreichere Teil befindet sich in der Hauptstraße 46 bis 48. Hier ist von Montag bis Samstag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Die Präsentation ist bis zum 2. Mai zu sehen. Der Eintritt ist frei.